Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Herzog. Heute Nacht ist mächtig was los, aber ein Plätzchen lässt sich immer finden. Na gut, wenn wir ein Plätzchen kriegen, dann warte. So, dann würde ich mal sagen, wir spielen mit dem Dudu. Wir nochmal in Situation nebenbei. Dann müssen wir erstmal wieder neu Deck zusammenstellen. Ach. Nehmen wir jetzt neues Deck. Warte mal. Kann man nicht so auch den Dudu anwählen? Ich werde dienen. Ich werde dienen. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich werde dienen. Wenn ich es für Paladine habe, kann ich mir meinen Auslauf. Ich werde kämpfen für Shadrat. Aber die Fähigkeit war die gleiche. Also, naja. So, nimm ein neues Deck. Dann nehmen wir den Dudu. Wo ist Dudu? Dudu. Da ist der Troide. Warum fehlt mir da eigentlich eine Karte? Ah, ich weiß nicht. Eigenes Deck. So. Jetzt möchte ich das über ein Paladin. Suche mir meine legendären Karten raus. Eine. So, jetzt können wir das mal anfangen. Schon nach, was für schöne Karten wir nehmen können. Er sagt einen Schaden, wir brauchen nicht. Vielleicht aber noch zwei Angriff in diesem Zug und zwei Rüssig. Das nehmen wir. Vernichtet ein gegnerische. Vernichtet ein Diener. Euer Gegner zieht zwei Karten. Nee. Fügt ein Diener Schaden zu, der dem Angriff eures Helden entspricht. Ja. Können wir machen. Das können wir machen. Das können wir machen. Dann nehmen wir noch einen mit. Oh nee. Nehmen wir keinen mit. Stellt 8 Leben her. Fügt ein Diener 3 Schaden zu oder fügt ein Diener 1 Schaden zu und zieht eine Karte. Auch gut. Noch. Verleiht ein Charakter plus 2 Angriff in diesem Zug, ne. Oh, er verleiht allen
mal mit. Du bist fast nur Zauberkarten. Vor allem ist auch mehr. Warte mal, ich muss euch wegpacken. Oh, ihr müsst. Das ist eigentlich jetzt total scheiße zusammengestellt, das Deck. Das sind viel zu viele Zauberkarten. Aber egal. Wir werden mal schauen. Überspielbar. So. Dann starten wir jetzt mal die Runde. Und hoffen, dass wir mal gewinnen. Wenn ich jetzt heute verlieren sollte, will ich nachher das Deck ein bisschen umbauen und morgen ein neues Deck machen. Oder wir probieren es heraus mit den Malfurion nicht, dass wir mit denen gewinnen werden. Gul'dan! Eure Seele wird mir gehören! Ich muss die Wildnis schützen. Nein, nein. Oh, schön, der ist da. Den spielen wir gleich mal aus. Zack. Zack. Jetzt hat der Gegner eine Runde lang umsonst Zauber. Also. Muss dafür die Zauber nichts bezahlen. Karte kann sie auch nicht. Was macht er jetzt? Ich denke mal, so ein kleiner Zwerg da wird mich killen. Spott, das ist gut. Dann werde ich die ausspielen und Spott hinterher. Ja. Gebt mir eine Quest. Ich spiele das die aus. Nee. Das war's. Fehlgeschlagen. Den musste ich zerstören. Schwierigkeiten.
Ich glaube, danach will ich den auch spielen. Uns gehören. Oder ich werde alles zerstören, nee, dann macht er mehr Schaden. Warte mal, Spott verleiht Spott. Genau. Stört sich ja selber. Danach werde ich den spielen. Dann werde ich den nehmen. So wenig, dass ich zwei Karten ziehe. So. 13 nehmen habe ich noch. Ich gleich den noch ausspielen. Die Tore sind geöffnet. Oder spiel den aus und dann den aus. Oder. Oh. Der Meister. Den angreifen. Den angreifen. Ich danke euch. Oh, jetzt habe ich verloren. Gut gespielt. Oh. So ein Mist. War aber gar nicht mal so schlecht, sage ich jetzt mal, das Deck von mir. Vielleicht gerade am Ende ein bisschen was anders spielen müssen. Aber naja, was soll's. So. Ach komm, wir spielen noch schnell. Ging ja eigentlich schnell. Ich glaube 10 Minuten. Go. So, dann schauen wir uns mal den würdigen Gegner an. Gegen Rexar. Lass die Jagd beginnen. Ich muss die Wildnis schützen. So, dann werden wir den erstmal wegpacken. Ach, kommen die beiden auch weg. Brauchen Diener irgendwie. Da ist einer. Okay.
wir immer auch gleich ausspielen. So schnell wie möglich die Gegner Schaden zu machen. Also jetzt schon verloren. Auch wenn ich selber da kein... Ich glaube aber ich nicht auch. Plus 2 Angriff. War eine ganz schnelle Runde. Wieder vor ein bisschen länger gedauert. Deswegen würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.